Aber dann ist hier erstmal dicht. So. Zack. Und dann hier auch. Mal den ganzen Kram hier mitnehmen. Ja, ich glaube, so ist es besser. So gefällt es mir besser. So machen wir das. So. Und dann natürlich auch noch hier. So. Und jetzt hoffe ich, dass da unten natürlich keine Monster irgendwie spawnen. Das wäre ja ein bisschen ärgerlich. So. Wo haben wir denn das gute Zeug? Hier nicht. Hier wahrscheinlich dann. So, hier haben wir Wolle. Ist natürlich jetzt auch wieder die Frage. Oh, so viele Fragen, ey. Ja, ich glaube, wir machen hier Wolle draus. Das könnte jetzt natürlich ein bisschen diese Panoramafront hier ruinieren. Aber ich glaube, es geht klar. Oh, das ist ein Geräusch, was ich nicht haben möchte, ehrlich gesagt. Oh, wer schreibt denn noch so spät? Kinder, Kinder, Kinder. Warte mal. Das muss ich natürlich jetzt deaktivieren. Das geht gar nicht. So, das machen wir weg. Wunderbar. Okay. Das wird schon gehen, glaube ich. Das wird schon gehen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt für den Moment. Aber das wird schon klar gehen. So. So, man kann es theoretisch auch so lassen. Würde gehen. So, ist die Frage, ob wir hier Glas hinmachen. I don't know. So, und hier könnte theoretisch auch Glas hin. Und hier machen wir aber, glaube ich, Wolle draus. Sonst hat das kein Taug. Ja, ich glaube, so kann man es machen. Das ist doch trotzdem schick hier mit den Fenstern. Das ist trotzdem schick. So, und ob wir jetzt hier das so machen. Kann man schon machen, ne? Dann hier noch eine Tür rein natürlich. Das kann man schon durchaus tun. Tja, und hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, man könnte sowas machen. Schon lange nicht mehr gemacht irgendwie. Huch. Gefühlt haben wir es echt schon lange nicht mehr gemacht, solche Fenster. Ich glaube, ich finde die sogar ganz schnuggelig hier. So, und dann gehen wir gerade mal ein Stockwerk höher. Weil da müssen wir jetzt den ganzen Spaß hier noch weiterführen. Können wir auch gerade schlafen, wenn wir da sind. Nutzen wir die Chance. Ups. Da fliegt einfach mal Geld durch die Gegend. YouTuber-Lifestyle, ey. YouTuber-Lifestyle, ich sag's ja. Ah, so ein schöner Sonnenaufgang. Schön, schön, schön. So. Ich klopp hier gerade mal die Fassade auf. Also die Fensterfassade. Denn hier brauchen wir natürlich auch eine etwas andere Situation. Ja, machen wir das mal bis hier auf jeden Fall. So, und dann vielleicht da drüber nur noch Wolle. Und hier, boah, was macht man hier? Jetzt habe ich keine Wolle mehr. Woli, woli, woli. Gehen wir gerade nochmal die Runde. Was macht man da hin? Warte mal, ich muss nochmal kurz gucken. Bevor wir da jetzt losrennen. Ich glaube, ich mache da Wolle hin.
Ich glaube ehrlich, ups, ich glaube ehrlich gesagt, da mache ich einfach Wolle hin. Let's do it. So. Also hier machen wir einfach mal ein bisschen Wolle hin. Hier nicht. Hier kommt Holz hin. Aber hier kommt Wolle hin. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir hier diese Querbalken haben, dann machen wir die natürlich auch hier lang, würde ich sagen. Damit das Ganze konstant bleibt, oder? Und dann kommt hier einfach Volley drauf. So. Und dann kann man für die ganz Verrückten unter euch hier noch sowas machen. Das kann man da natürlich noch irgendwie schick stützen. Weiß ich jetzt nicht genau wie. So, und dann haben wir hier nochmal einen schönen Anbau nach draußen. Lässt sich doch sehen, oder? Jetzt die Frage, ob wir da dieses Holz hier weiterführen. Oder ob wir jetzt sagen, wir machen da draußen einfach auch Wolle hin. So, geht ja auch. So. Das ist ja alles möglich. Ist doch schick. Ich finde es echt nicht schlecht. Ja, das hier. Ja, gute Frage. Was machen wir hier mit? Theoretisch könnte hier dann noch die Tür rein. Ja, komm, lass es machen. Kommt hier einfach noch eine Tür rein. So. Oder? Ich denke, es sollte trotzdem gut aussehen. Das hier ist halt so, da brauchen wir halt hier, also hier brauchen wir auch Wolle. Ich weiß, was der Gedanke war. Und ich verachte Vergangenheitsfritte auf gar keinen Fall dafür. Es war eine mutige Idee, es war eine wegweisende Idee auch. Aber es war leider keine Idee, die auf Dauer jetzt gefallen hat, muss ich ehrlich sagen. So, das Aquarium, das beginnt ja hier. Was ist das mit dem Aquarium? Das steht halt so mitten im Raum, ne? Das haben wir jetzt so bis hierhin gebaut. Eine gute Frage. Was wollten wir hier eigentlich für ein Zimmer reinbauen? Das Ziel war ja schon, dass die Zimmer alle irgendwann so ein bisschen eine Art Bedeutung hatten. Machen wir das so mit dem Glas? Oder machen wir da eine Gitterfassade hin? Aber ich glaube, Gitter haben wir gar nicht so viel. Ich guck mal. Können wir gucken, ob wir Gitter haben. Da, lass mal gucken, lass mal gucken, lass mal gucken. Dann können wir auch gleich Laternen holen. So ein bisschen zur Verzierung. Und wir brauchen ja noch eine Treppe. Nehmen wir die hier. So, wo haben wir Gitter? Wenn wir welche haben, hätten wir die doch bestimmt irgendwo hier. Wir hätten noch 12 Eisengitter. Gar nicht mal übel. Damit lässt sich arbeiten. So, und hier haben wir auch noch Laternos. Dann flitzen wir auch schon wieder hoch. Zip. So. Ja, sieht natürlich schon anders aus, ne? Es sieht jetzt natürlich schon anders aus. Nicht mehr diese breite, offene Fensterfront, die man jetzt schon so ein bisschen gewohnt war. Aber es macht nichts. Hier hat man immer noch eine breite, offene Fensterfront. Und hier hat man immer noch die schöne Terrasse. Die ist jetzt einfach nur ein bisschen höher angesiedelt. Ich denke, das macht überhaupt nichts. Nee, da bin ich doch ganz zuversichtlich. So, das nehmen wir mit. Hier brauchen wir auch eine Tür. Dürfen wir auch nicht vergessen. Das war der Golem. Das ist okay. Der darf hier rumschlawenzeln.
So, und dann machen wir einmal hier Laterne hin. Ach, schön hier. Gefällt mir gut, diese Zwischenetage. Ich glaube, wir lassen das Glas. Also wie gesagt, wir könnten da jetzt mit Gittern arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es sind genau 12. Ja, dann probieren wir es halt mal kurz aus. Wir gucken es uns kurz an, ja? Jetzt habe ich die Gitter extra dabei. Es sind genau 12. Das würde genau. Warte mal, warte mal. Ja, doch, doch, doch. 1, 2, 3, 4. Nee, es passt nicht. Hier sind es nämlich 5. Siehst du, es passt genau nicht. Also brauchen wir es auch gar nicht ausprobieren. Ich finde das hübsch hier mit den Dingern. Das passt schon. Das ist schon okay so. So. Ob man hier jetzt noch irgendwie eine Fackel oder so anbringt, keine Ahnung. Was hat man noch? Wir hatten noch das hier. Lass doch hier gerade mal mutig runterjumpen. Dort bringen wir mal so an. Und das so. Da passt das. Ja, das ist okay. Das ist absolut fein für mich. So, hier könnte man noch irgendwie ein Detail reinbringen. Vielleicht so. Das ist tatsächlich gar nicht übel. Geht das klar? Finde ich wirklich gut. Ehrlich gesagt, ist das sogar ganz gut. Ja, die Fackel bräuchte vielleicht noch eine Kette, dass die ein bisschen tiefer hängt. Die Laterne, meine ich. So, lass es gerade nochmal holen. Ketten aber bestimmt noch. So, Golem, ich muss hier einmal kurz durch. Ketten haben wir doch bestimmt auch noch hier in der wertvollen Kiste. Oder eine der wertvollen Kisten, sagen wir es mal so. Als ob wir keine Ketten haben. What the hell? Wir haben keine Ketten. Haben wir davon so wenig gecraftet? Oder macht sich da einfach schon wieder der Eisenmangel, den wir haben, bemerkbar? Ich mache mal ein paar Klumpen. Vielleicht braucht man auch Klumpen dafür. Ah ja, guck mal. Kette. Kette. Kette, Kette, Kette. Machen wir mal so viel wir können. So. Haben wir 4 Ketten. Geht mal so rum raus. Können uns nämlich auch überlegen, wie wir das mit der Treppe machen. Wir müssen das auf jeden Fall anders machen. So viel steht fest. So. Und dann ist das hier doch eigentlich auch ganz hübsch. Ne? Das kann man auf jeden Fall so machen. Ist jetzt natürlich ein bisschen laternenlastig. Aber gut, wir müssen mir verdenken, ne? Wir haben jahrelang, unser Leben lang in Minecraft immer mit Fackeln hantieren müssen. Jetzt haben wir einmal Laternen, dann nutzen wir die natürlich auch. So, und ich denke, dann sieht das Ganze doch jetzt schon ein ganz schönes Stückchen schicker aus. Ja, was wir hier hin machen, lichttechnisch? Vielleicht einfach zwei Glowstones da oben dran. Zwei Glowstones dran pappen, das würde gehen. Könnte man sogar wirklich machen. Maybe. Und hier bräuchte man jetzt eigentlich auch noch eine Beleuchtung. Das ist hier so düster. Hier sind die ganzen Schallplatten noch drin. Das ist jetzt hier wirklich ein bisschen arg düster hier drin. I dislike this. Also hier bräuchte man vielleicht auch nochmal eine Beleuchtung. Ich guck gerade mal, ob wir noch was auch immer dabei haben. Stelle Holzbretter her. Uff. Ich habe zwischenzeitlich mal wieder die Beta-Version von Minecraft gespielt. Deswegen kommen diese ganzen tollen Achievement-Nachrichten, die ihr da oben seht. So, Wolle, zack. Haben wir Wolle. Ketten machen wir hier rein. Sind die gleich aufgeräumt. Die Laternen kommen auch mal hier rein.
Und die Gitter, wo waren die drin? Die waren hier so drin, ne? Kommen die auch hier rein? Habe ich gleich wieder ein bisschen Ordnung geschaffen. Eisen packen wir hier rein. Und dann haben wir Wolle.